Moin ihr Lieben, was geht ab? Hier wieder euer Rappelzappel am Mining-Start und wir machen weiter mit Witchery. Die Birkenbäume, Birkenbaumsetzlinge. Ich habe die Musik jetzt einfach mal kurz ein bisschen auslaufen lassen, muss noch mal ein Schlückchen trinken. Und wir sind aber immer noch in derselben Aufnahmesession, Freunde, immer noch der Samstag, der 3.6.2017. Für die Leute, die das interessiert, ne? So, heute wollte ich eigentlich einen schönen Livestream machen, aber naja, ging natürlich nicht. Ein bisschen Zeit habe ich noch mitgebracht, also da geht auf jeden Fall noch ein bisschen was, können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was hier starten. So, zum Thema, weil wir in der letzten Folge mal ein bisschen über World of Warcraft gesprochen haben. Das Jahr habe echt eine Zeit lang, da habe ich nur World of Warcraft gespielt. Ich bin eigentlich ein eingefleischter World of Warcraft-Fan. Ich bin damals zur Mitte BC, oder ja, Mitte BC bin ich dazu gestoßen. Na, also ich kenne die großen Schlachten im Vanilla, na, im Vanilla-Minecraft, das kenne ich überhaupt gar nicht mehr. Diese 40-Mann-Raids und so, wo man da echt Stunden drin verbracht hat, um überhaupt so einen Boss zu legen. Ja. Und aber ich kann es nachvollziehen. Ich war damals, als ich Mitte BC dazugekommen bin, da gab es echt noch eine Gilde, das war meine allererste Gilde, war ein Arbeitskollege gewesen, der mich damit reingenommen hat und so. Und die haben natürlich die alten Raids wirklich noch im 40-Mann-Style noch so durchgenommen, etc. Ja. Aber da waren natürlich die Charaktere nicht mehr richtig gebalanced, ja, wie man so sagt. Sondern da waren die Charaktere echt schon ein bisschen OP. Da waren die echt schon ein bisschen overpowered gewesen. Und deswegen, ja, die haben mich da einfach mitgenommen. Ich weiß gar nicht, Karazhan, genau, Karazhan. Karazhan war der allererste Raid gewesen, den ich damals überhaupt mitgemacht habe. Das war für mich, boah, was ist das denn hier, ey, das ist ja mega gut und so. Ja, da hatte ich, das war mein allererster Char gewesen. Ja, das war ein Paladin gewesen, genau. Mein allererster Char war ein Paladin gewesen. Ich wollte eigentlich einen Tauren machen, aber der war mir dann doch ein bisschen zu doof gewesen. Der war mir so langsam, war. Der ist immer so langsam gelaufen, so. Der hatte zwar irgendwie so eine mega krasse Erscheinung, so ein Taurer, aber naja. Ich war jetzt auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich irgendwann dann nach 10 Jahre war das sogar, ja. Ich glaube 10 Jahre oder 8 Jahre. Zwischen 8 oder 10 Jahre intensiven Zocken habe ich mich echt von World of Warcraft, habe ich mich getrennt. Ja. Wenn ich mal überlege, wie viele Raids auf Blauschein stattfanden, ja, also das war schon echt heftig gewesen. Aber irgendwann ging das auch gar nicht mehr, weil das ging mir dann auch so dermaßen auf den Sack, weil es kommt ein Add-on raus. So, du setzt dich ran, machst natürlich alles dafür, dass du so schnell wie möglich High-End-Level bist und dass du natürlich die besten Sachen auch anhast. Das Equip muss gefarmt werden etc. Ja, dann haben sie da die Berufe noch mit eingeführt und so. Und zu der Zeit, ich glaube, was war das gewesen? Warlords of Draenor, genau. Warlords of Draenor, das war, dort habe ich Feierabend gemacht. Ja, da fand ich es sehr cool gewesen. Du konntest zwar deine eigene Station aufbauen. Du hattest da quasi so, dein eigenes Fort. So, da konnte keiner rein. Das war dein eigenes Fort gewesen, war dein eigenes Reich. Das konntest du dir so weit schmücken, konntest du da sekundäre Handwerke konntest du da lernen. Konntest du damit einfügen und so. Du persönlich konntest ja auch Handwerke lernen, also wie zum Beispiel Schneider oder Schmied oder sowas, ja. Und dann konntest du, damit du nicht ständig immer rumsuchen musst und so, weil viele Leute, die haben sich darüber aufgeregt, ja. Wenn so ein Addon nämlich rauskam, muss ich mal dazu sagen, wenn so ein Addon rauskam und du hattest den dementsprechenden Beruf. Und meistens war es der Schmied gewesen. Der Schmied war, wenn ein Addon ganz frisch raus war, war es der Schmied gewesen oder der Schneider, die quasi im Auktionshaus die Preise bestimmt haben. So. Damals war es der Juwelier, ja, der Juwelenhändler, aber ganz ehrlich, gefragt ist immer der Schmied oder der Schneider, wie gesagt. Und dann gab es natürlich die gierigen Leute, die natürlich dann auch nicht die Zeit dafür hatten, 2 Chars zu spielen. Und da wollte Blizzard ein bisschen entgegenwirken oder ein bisschen mitwirken, indem sie gesagt haben, okay, du hast den Beruf des Schmieds, ja, mit dem Fort. Bieten wir dir die Möglichkeit, dass du noch zusätzlich den Schneider lernen kannst. So, du hast zwar nicht die große Auswahl, wie der, also wenn du den Beruf direkt wählst, ja, aber du kannst wirklich zu 80% kannst du alles herstellen, was auch der Schneider soweit kann. Ja, und das hat natürlich den Leuten Tür und Tor geöffnet, die Preise richtig in die Höhe zu treiben. Ja, das war am Anfang war das auch so gewesen, aber das war dann auch ganz schnell wieder vorbei, weil jeder hat es denn gemacht. Jeder hat es ganz einfach gemacht.
Und Angebot und Nachfrage bestimmt einfach den Preis und jeder versucht natürlich seine Ware zu verkaufen. So, wenn du der Erste bist, der jetzt, sagen wir mal, Schuhe of the Honored One, sagen wir mal. So, Schuhe of the Honored One heißt jetzt das Item oder sowas, war. Und du stellst da rein, sagen wir mal, für 900 Gold. So. Ja, das klingt utopisch für euch, aber das war auf meinem Server war das so gewesen. So, für 900 Gold und das war noch wenig gewesen. Und ich habe auch Sachen, die haben 10.000 oder 20.000 Gold gekostet, ja. So, aber weil es halt Stoffschuhe sind, ja, für 900 Gold. So, dann stellt ein anderer das her und verkauft es für 890. So, ist günstiger, weil die Leute gucken echt aufs Geld. So, dann kaufen sie das für 890. So. Dann kannst du entweder die Auktion zurückziehen und wartest auf, weil du unbedingt darauf beharrst. Oder du holst die Sachen raus und gehst runter auf 880. So, dann obliegt es dem anderen, ob er auch so weit runter geht. Und so ging das denn die ganze Zeit. Ja. Also im Grunde genommen, die Leute haben sich dann im Auktionshaus unterboten und somit war das Auktionshaus. Also entweder mit den hohen Preisen kannst du das Auktionshaus kaputt machen, dass du das wirklich hoch ansetzt und dann immer niedriger gehst, weil die Leute müssen ihre Scheiße ja dann loswerden. So, und dort habe ich auch mal, es war scheiße, wenn man sowas macht, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wirklich scheiße. Aber zu der Zeit, ich war immer knapp, ich war echt knapp mit Goldstücken. Und dort habe ich wirklich die Möglichkeit gewählt, dass drei Leute, wir haben uns zusammengetan, wir waren eine Farmgemeinschaft gewesen und wir haben nur Erze gefarmt. Wir haben nur Erze gefarmt. Wir haben die ganzen Edelsteine, die es gilt zu sammeln, die wirklich sehr wertvoll waren, die haben wir im Auktionshaus für ein Appel und ein Ei verscherbelt. So, und Angebot und Nachfrage bestimmt natürlich das. Und die wollten uns natürlich aufkaufen. Bloß das Krasse war natürlich gewesen, dadurch, dass wir wirklich 24-7, ja, also auch wenn ich dann offline war und geschlafen habe oder arbeiten war, ja, dann haben die anderen beiden oder dann hat einer zumindest hat weiter gesammelt und so, ja. Und wir haben wirklich den Ertrag haben wir 50-50 durch 3 geteilt, ja, und so muss das natürlich sein. So. Und wir haben natürlich die ersten Steine haben wir reingemacht, da hat ein Smaragd oder Rubin oder was das war, ja, war auf jeden Fall der groß rote Stein. Der wurde damals verscherbelt für 90 Gold, sagen wir mal. So für 90 Gold. So, wir haben es reingepackt für 40 Gold. So, da haben wir 100 Stück. 90 Gold oder 40 Gold haben wir es reingepackt. Ja. Und die Leute, die haben uns das ganz schnell, weggekauft, weil die haben das für ein Schnäppchen gehalten. So, weil die dachten, oh, da will einer, oh, da ist jemand ganz dumm. Ja, und verkauft gleich so viele Steine etc. Wir haben so viel zu diesem Preis verkauft, die Leute. Wir haben so viel Geld gemacht. Ja, wir haben den Server quasi mit den ganzen Ärzten überflutet. Und die bist du dann nicht mehr losgeworden. Wir haben jeden mit unseren Ärzten, ja, haben wir überflutet. Klar, wir hätten das Ganze natürlich auch geschickter angehen können, dass wir wirklich sagen, okay, wir verkaufen das nicht für 90, sondern für 88. So, aber dann hätte uns wieder jemand unterboten etc. Nee. So, wir haben es ganz krass gemacht, ja. Und wir haben dann, waren wir auch so frech gewesen, wir haben dann, und die Leute, die haben sich auch schon aufgeregt über uns, ja. Die haben sich echt schon aufgeregt über uns, aber wir hatten auch Bestellungen. Wir hatten wirklich Bestellungen gehabt und so, dass wir im offiziellen Chat, im Handelschat, haben wir dann reingeschrieben, wir nehmen Bestellungen entgegen. So. Ja, und da kamen wirklich Leute, die haben gesagt, ich hätte gerne zum Morgen 200 lilane Steine, 100 von den blauen und 400 von den roten. So, ja, dann haben wir einen Preis ausgemacht, ja, und wir haben die Leute zum nächsten Tag beliefert. Also wir waren wirklich seriös gewesen, wir waren zuverlässig etc. Ja, weil wir hatten mehr als genug von diesen Steinen gehabt. So. Und die konnten uns doch keiner wegnehmen. Ja? Also das war auch der Duty gewesen, uns konnte ja keiner berauben. So. Bis er denn anfing, uns dahingehend doch so weit zu stören, indem sie uns am Farmen gehindert haben. So, da haben sich dann echt Leute zusammengetan und wollten uns daran hindern, dass wir farmen. So, dass wir die nötigen Steine auch noch bekommen. Und das war dann natürlich ein bisschen heftig gewesen, aber das war kein Problem. Wir hatten genug Gold und dann haben wir gefragt, ob jemand uns Geleitschutz gibt. So, wir haben denn echt Söldner. Ja, die haben echt Leute, die haben für Geld, haben sie PvP gemacht. Jo, und da wir ja auf dem PvP-Server drauf waren, war das natürlich erlaubt gewesen. So. Also die haben uns beschützt. Das heißt, 5 Mann, ja, also
Mit mir sind 5 Mann geflogen und mit den anderen sind jeweils auch nochmal immer 5 Mann mitgeflogen. Also im Grunde genommen 15 Leute haben wir beschäftigt, dass sie uns beschützen. So, und so konnten wir weiterfahren. So, die haben ihren Tagessold bekommen, wir haben dann einen Preis ausgemacht und das war mega gut gewesen. Also ich fand das witzig, ich fand das wirklich mega gut, weil wir haben so viel Geld gemacht und die mussten nichts weiter machen. So, und das waren meistens auch die jüngeren Spieler gewesen, weil die waren einfach geil drauf gewesen. Die waren einfach geil drauf gewesen, andere Leute zu zerriebeln und zu zerschnetzeln. Das fanden die mega gut, ja. Und da haben wir wirklich 15 Leute, haben wir beschäftigt, die haben am Tag irgendwie 10.000 Gold haben sie gekriegt oder so. Jeder von ihnen 10.000 Gold, also musst du überlegen, ich musste 50.000 zahlen, die anderen jeweils auch immer 50.000. Ja, und so haben die ihr Geld gemacht. So, und glaubt mir, wenn ich euch sage, die 50.000, die habe ich mal locker aus der Portokasse gezahlt. So viel Geld haben wir auf diesem Server gemacht, aber irgendwann war der Server kaputt. Und das war unsere Schuld gewesen. Irgendwann war unser Server kaputt gewesen. So. Das war unsere Schuld gewesen. So. Und wir haben dann noch aufgehört, weil wir haben unser Geld haben wir rausgeschlagen. Ja, und jeder Stein, der dann kam, etc., den hast du für ein Appel und ein Ei gekriegt. Also die roten Steine, die damals 90 gekostet haben, die wurden dann für. Es gab ja Gold. Dann gab es Silber und Kupfer. So, die Dinger haben vorher 90 Gold gekostet und die haben dann nur noch 50 Silber gekostet. Soweit haben wir den Server runtergewirtschaftet. Ja, ist scheiße. Je nachdem, ich gebe das auch zu. Aber wir haben echt unser dicket Geld da rausgeholt und so. Ja, und die Leute haben uns verflucht. Die haben uns echt verflucht, weil wie gesagt, die sind dann auf Suche gegangen, die wollten uns am Farm hindern etc. Und dann haben wir einfach in den Chat gefragt, wir brauchen Geleitschutz und so, ja. Und dann kamen erstmal die scherzhaften Fragen, ja, das kostet 3.000 pro Tag und so, wa? Ja. Hab ich gesagt, pass auf, ich geb dir 10. Was? 10 Gold? Lad mich ein, ich komme. Kann ich noch ein paar Kumpels mitbringen? Ja, alles klar. So, bring Kumpels mit. Und jeder von ihnen wurde natürlich bezahlt, fürstlich. So. Irgendwann wurden die Kleinen natürlich dann auch gierig, weißt du, dann waren ihnen die 10.000 nicht mehr genug gewesen. Dann wollten sie verhandeln, dann wollten sie hoch auf 20, also das Doppelte. Aber das haben wir natürlich nicht gemacht. So. Das haben wir so natürlich nicht gemacht. Wir haben gesagt, okay, wir haben das soweit abgemacht hier. Ah. Das war 10.000 und so, tralala, und außerdem war der Server ja da zu dem Zeitpunkt auch schon fast runtergewirtschaftet. Ja, das war so die Zeit und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ab und zu, weil einige von den World of Warcraft Kontakten habe ich natürlich immer noch, ja, ich hatte immer noch Kontakt zu den Leuten und hat eigentlich auch Spaß gemacht. Und die schreiben, die haben mich jetzt auch schon, gut, jetzt haben sie mich lange nicht mehr angeschrieben, aber die haben mich echt auch eine Zeit lang angeschrieben, Mensch, hier, komm, Rabbelzappel, komm mal vorbei und so, wa, mach mal hier und wir können und die guten alten Zeiten etc. Ja klar, waren wirklich gute alte Zeiten gewesen, muss man wirklich mal dazu sagen, waren wirklich sehr gute Zeiten gewesen, wo man jetzt was reißen konnte etc. Aber ganz ehrlich, nee. Obwohl ich sagen muss, ich hab echt mal mit dem Gedanken wieder gespielt, okay. Weil so ein Roleplay, das ist schon was Feines. Ja, so ein Roleplay-Dings ist auf jeden Fall was Feines, das ist mega gut und so. Aber das ist ganz einfach die Suchtgefahr. Und das war auch immer der Grund gewesen, warum ich das nicht weitergemacht habe. Ja, weil dann kommt bei mir die Suchtgefahr wieder auf und dann ist das nicht gut. Bin ich ganz ehrlich, das ist nicht gut. Ey! Ey, komm in meine Tür nicht rein! Alter, das ist ja Kacke mit dem Ding hier oben. Ja, meine Tür weg. Pass auf, jetzt kommt ein Creeper hier rein, Alter. Flipp ich aus, Alter. Sprengt mir alles weg hier, die Drecksau. So. Warte mal, das Ding da oben, das müssen wir mal. Ach, das ist schon weg. Okay, alles klar, sehr schön. Gut, dann hätte ich jetzt gerne von dem Hauch der Göttin. War das jetzt Hauch? War das richtig? Nee, Atem. Der Atem.
Na, ging natürlich nicht gleich raus. Ja, von der Sache her, ja, also wäre schon cool, wenn wir mal, also sagen wir mal so, wäre schon cool, mal wieder so ein Roleplay, so ein richtig geiles Roleplay und so, weil das hat zu der Zeit hat echt viel Spaß gemacht und ich war ja echt auch so einer gewesen, der gerne gesammelt hat. Ja, ich bin sogar, damals mit meinem Schurken, bin ich immer auf Angeltour gegangen. No, ich habe alles gefarmt, ich habe alles mit meinem Schurken da gefarmt und so. Da war ich echt auf diese Schurkenmasche gewesen, dass ich unbedingt mit meinem Schurken da so viel Schaden etc. und so. Und da konnte ich auch noch Schurken spielen, wa? Das war, ich war zwar nicht so gut gewesen wie einer aus unserer Gilde da, weil der war ja echt, ich habe von dem einiges gelernt, so, wie man Schurken am besten spielt und so. Aber ich saß da wirklich, das ist ungelogen, Freunde. Wirklich ungelogen. Ich saß 14 Stunden, saß ich an einem See und habe geangelt. Ich habe 14 Stunden lang, habe ich mich nicht vom Fleck gerührt. 14 Stunden lang, müsst ihr euch mal vorstellen. 14 Stunden, das ist krankhaft. Ja, und ich würde euch auch nie raten. Ja, also macht das nie nach, weil das ist wirklich was. Ich war zu der Zeit war ich echt plemplem, ich war echt bescheuert gewesen. Bei 14 Stunden, welcher Idiot stellt sich da 14 Stunden hin und farmt, ja? Macht das nicht nach, macht das bloß nicht nach. So. Aber die Leute dachten, ich bin Farmbot und haben mich natürlich bei den GMs angezeigt. Also sprich, die haben Ticket geschrieben. Da steht ein Schurke schon seit 12 Stunden oder seit 10 Stunden. Das muss ein Bot sein. So, und dann hat mich wirklich ein GM angeschrieben. Der hat mich wirklich angeschrieben. So, und hat sich mit mir unterhalten und hat letztendlich gesagt, okay, also ich höre raus, du bist kein Bot, weil ein Bot, der antwortet dir nicht. Weißt du? Ja. Aber du kannst natürlich, es gab ja damals, es gab ja wirklich so eine Farmbots. Muss ich ganz ehrlich sagen, es gab ja damals, gab es ja so eine Farmbots. Und die konntest du auch mit gewissen Antworten, konntest du sie einspeisen. Ja, da war zum Beispiel, wenn dir einer Hallo geschrieben hat, dann hast du Hallo zurückgeschrieben. Oder schönen guten Tag oder sowas, weißt du? So. Also auf jeden Fall eine Antwort. Verstehst du, was ich meine? Ja. Irgendwas, was alltäglich immer hier gefragt wird. Ja, das war ganz einfach so. Konntest du einspeisen, war kein Problem gewesen. Und deswegen, der hat mir ganz explizite Fragen gestellt und so, weißt du. Und hat mir viele Fragen gestellt und hat letztendlich dann festgestellt, nee, dass ich ein Spieler aus Fleisch und Blut bin und dass ich kein Farmbot bin. Und er mich gefragt hat, na, warum ich das mache. Und dort habe ich gesagt, ja, aus Geldgründen. ganz einfach aus Geldgründen. Ja. Und ja, 14 Stunden, müsst ihr mir vorstellen, ja, 14 Stunden habe ich da drinnen verbracht. Ah, war schon krass, muss ich ganz ehrlich sagen. War mega krass. So, wenn wir jetzt da sowieso warten müssen, haben wir jetzt eigentlich, haben wir noch dabei. Warte, pass auf. Dann machen wir jetzt nochmal hier 4 Stück von denen hier. 1, 2, 3, 4, machen wir mal 5. Und wenn wir 5 haben, können wir auch 6 machen. Ja. So, dann machen wir jetzt nochmal ein paar von diesen komischen Kristallen da. In unserem Häuschen hier. Und dann können wir uns auch irgendwann dann mal schön auf Apply Energistics vorbereiten. Ja, das ist auch sowas, darauf freue ich mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch sowas, darauf freue ich mich persönlich auch, das mal ein bisschen zu zelebrieren. So, alle Rinnen hier. Ach, scheiße, 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alle raus, ja, 7 Stück, ja. Ja. 12 haben wir, ja, genau. 6 Stück haben wir rein, 2 kriegen wir mal raus, 12 haben wir, sehr schön. Hat ja prima funktioniert. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal was da. Die können wir nämlich dann auch nochmal zerkleinern und dann können wir daraus nämlich auch noch so einen komischen Seed machen. Ja, und dann ist das auch ganz gut. So, pass auf, die wollen wir jetzt erstmal hier drin machen, 12 Stück. Und dann gehen wir mal kurz gucken, ob unser Atem der Göttin. Ich hoffe, diesmal habe ich es richtig ausgesprochen. Hauch und Atem, das ist im Grunde genommen, ist er mal dahingeschissen, war. Ist er mal dahingeschissen. So, ist er eigentlich vollkommen groß. So, zeig mal hier, haben wir irgendwas? Oh, 11 Stück. Ja, komm. Dann haben wir auf jeden Fall was da, würde ich sagen. Ja, haben wir auf jeden Fall ein bisschen was da. Lass einfach mal durchlaufen. Gut, der Altar. Also, wir brauchen... Davon brauchen wir einiges. Also im Grunde brauchen wir nur 2 Stück. Und 2 Wasserflaschen brauchen wir. Dann brauchen wir Steinziegel und Ebereschenholz 4 Stück. So, Ebereschen haben wir da jetzt wieder zurückgemacht. Steinziegel
können wir uns hier chiseln. Hier haben wir den Jutenstein da, pass auf. Steinziegel, 4 Stück. 1, 2, 3, 4. So, Steinziegel, 4 Stück haben wir auf jeden Fall da. Nee, wir brauchen ja mehr, wa? Wir brauchen ja 8. Wir brauchen ja 8, wir brauchen ja nochmal 4. 1, 2, 3, 4. Ja, jetzt haben wir 5. Gut. So, pass auf, dann machen wir hier auch nochmal. So, dann haben wir 8 Stück. So, 8 waren wir nehmen. Nochmal sicher, jetzt aber kurz reingucken. Altar. Genau, 8 Stück und von der Eberesche brauchen wir 4. Dann müssen wir mal gucken, dass wir hier vielleicht nochmal... Habe ich die Wasserflaschen jetzt eigentlich mitgenommen oder sind die hier noch drinne? Sind hier noch drinne. Warte mal, dann brauchen wir... Eine Wasserflasche brauchen wir nochmal, wa? Einmal nur eine, ja? Ja, eine brauchen wir noch. So, dann machen wir die auch nochmal voll. Dann haben wir das auch am Start. Bitte hier rein. Kann ich das eigentlich auch hier dran machen? Ja, perfekt. Geht auch hier dran. Sehr schön. So, zwei haben wir... Ach, fügt da so ja nicht ein. Und mir fällt gerade auf, wir brauchen hier auch einen Tisch zum Basteln. Wir brauchen hier noch einen kleinen Hexentisch. Ich meine, die Hexe muss ja auch ein bisschen basteln, wa? Oder gab es da irgendwie so einen Sondertisch? Das kann natürlich sein, dass die Hexe irgendwie so einen Sondertisch hat. Aber ist erstmal ruhig. Komm, wir machen jetzt hier einen von Tinkers. Der gehört dazu. Ja, hier 4 Stück. Ach, wir haben ja da noch Holz drin gehabt. Hier, kick mal. Haben wir ja abgebaut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Vorwärts ohne Strumpf. So, einmal. Zweimal. Fertig. Gut, was war jetzt? Eberesche. Eberesche. Die haben wir jetzt hier drin gemacht, wa? Erlenholz. Nee, wir brauchen Eberesche. Habe ich keine Eberesche gemacht? Doch. 1, 4. So, haben wir da. So, okay, dann kriegen wir unseren Altar auf jeden Fall fertig. Wie viel waren das jetzt gewesen? Kriegen wir da 2 oder 3 raus? Wenn nicht, dann müssen wir jetzt nochmal eine Runde machen. Pass auf, machen wir gleich. Den Tisch. Na komm, stehen wir einfach hier hin. Ist ja kein Problem. Gut, das war hier in der Mitte. Warte mal, hier kurz aufteilen. So, das bitte hier hin. Ja, genau, falsch gemacht. So, dann brauchen wir die Wasserpullen. Die müssen wir leider... immer einzeln verbrauchen. Oder gebrauchen. So, ist auch gleich durch. Oh, davon auch 2 Stück. Kann man die wieder reinmachen? Nee. Naja, ist ja kein Problem. Was ist jetzt hier? So, das Gehörnte kam hier hin. Nee, der Atem der Göttin. Das Gehörnte kam dahin. Die Wasserpulle hier. Guck mal, 3 Stück. Sehr schön. Und nochmal. Dann haben wir 6. Sehr schön. Dann haben wir unseren Altar. Können wir jetzt schon mal aufstellen. So, jetzt ist nur die Frage. Wie machen wir das? Stellen wir das hier oben rauf oder machen wir das einfach weg? Wir könnten den natürlich wegmachen. Warte mal, hier haben wir 1, 2. Oh, dieser. So, 1, 2, 3, 4. So, das heißt, von jeder Seite machen wir erstmal einen weg. So. Sehr schön. Ja, dann würde ich das hier anberaumen. Das heißt, das kommt denn jetzt hier oben weg. Pass auf, dann machen wir das so, genau. So, dann kommt hier unser Altar hin. Sehr schön. Zack, zack. 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 Fügt sich ja nicht zusammen, wa? Ich glaube jetzt beim letzten, ne? Ja, perfekt. So, unser Hexenaltar steht.
Aber das Ding hat eine Power von 763. So, das können wir natürlich jetzt nochmal ein bisschen ausschmücken. Das Problem ist, wir brauchen noch jede Menge Mutandes. So, Bäume müssen jetzt hier drumherum. Hier muss auf jeden Fall sehr viel Busch und alles und so. Hier müssen auf jeden Fall auch nochmal ein paar Bäume hin. Wie wir das am besten ausschmücken, müssen wir ganz einfach mal gucken. So, ich weiß aber, dass wir auf so einen Altar können wir, und das machen wir jetzt mal, können wir Köpfe drauf machen, damit das Ganze so ein bisschen schicker ist. So, das heißt, Dolch können wir drauf machen, Köpfe können wir drauf machen, dass das Ganze so ein bisschen verstärkt wird. So, und ich weiß auch noch, wir könnten einen Skeleton-Kopf drauf machen. So, aber der Skeleton-Kopf bringt nicht so viel wie ein Wizard-Kopf. Weil im Grunde genommen ist der Wizard ja auch ein Skeleton. So, wisst ihr, was ich meine, ne? Ist ja ein Wizard-Skeleton. Haha. Mann, der Rappelzappel ist so schlau, ne? So, dann gib mir mal einen von den Köpfen hier her. So, dann kann ich euch das mal zeigen, dass das Ganze sich natürlich auch ein bisschen... Oder pass auf, ich kann euch ja mal den Unterschied zeigen. Das können wir natürlich auch machen. Komm, wenn wir schon beide Köpfe hier am Start haben, nehmen wir das mal mit, dann zeige ich euch das mal den Unterschied. Zwischen einem normalen Skeleton und einem Wizard-Skeleton-Kopf. Füge euch das mal vor. So, weil das andere müssen wir erstmal herstellen. Das heißt, so ein Kelch und so ein Dolch und das müssen wir noch machen. Das müssen wir noch machen. Gibt es noch einige Sachen, womit wir das Ganze auch so ein bisschen verstärken können. So, wir fangen an mit dem Skeleton-Kopf. Wir gucken uns das jetzt nochmal kurz an. Jetzt sollen wir erstmal eine Runde pennen. Das ist jetzt vielleicht erstmal so die Maßnahme. Oh Gott, da kommt was an. Da kommt was an. Da kommt was an. Ja, komm, verbrennt einfach hier im Höllenfeuer. Ja, komm, 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 komm. Guck mal, das ist der wahnsinnige Klaus. Jetzt ist er tot. Der wahnsinnige Klaus. So, pass auf, jetzt kicken wir uns das Ganze nochmal an. Nehmen wir hier den Schipsel raus. So, was haben wir jetzt hier drin? Was haben wir gesagt? 763 haben wir. Gut. Dann setzen wir den Skeletonkopf hier rauf. Dann haben wir 1526. 1526. 1526. So, wenn wir den jetzt hier draufsetzen, haben wir 2289. So, der Dreifache sozusagen. So, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, dann machst du den anderen auch noch drauf. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. So, was haben wir jetzt gesagt? 2000 noch was hatten wir, ne? Ne, bleibt dabei. So, also es gibt nur einen Schädel, den wir darauf setzen können. So, aber vielleicht würde noch ein Zombie-Schädel oder sowas funktionieren. Ich weiß es aber nicht. So, aber auf jeden Fall den Wizard, den brauchen wir. So. Vielleicht können wir hier nochmal kurz einen Pilz hinklatschen. Weil wie gesagt, Witchery ernährt sich von der Natur. Hier können wir keinen Pilz hinmachen. Haben wir denn die Gießkanne dabei? Oh ja, die Gießkanne hätten wir dabei. Pass mal auf, dann können wir vielleicht mal hier ein bisschen spreeten hier. Vielleicht erwächst ja ein bisschen was. Ohne das Mutandis. Ansonsten, wir müssen hier sowieso... Bäume noch hinpflanzen etc. Und, und. Okay, dann beschäftigen wir uns jetzt mal kurz damit, dass wir gucken. Ich dachte gerade, da ist ein Loch drin oder so. Ja gut, das hier oben sieht natürlich jetzt nicht so professionell aus, dass da Holz mit drin ist, aber naja, komm. Ist ja jetzt egal. Ist ja vollkommen Wurst. Gut, Witchery. Was können wir da jetzt noch tun, um das Ganze zu verstärken? So, das heißt, wir brauchen jetzt einen Kronleuchter. Das weiß ich. Wir brauchen hier so einen Kelch. Genau, den brauchen wir auch, so ein Kelch. Wie machen wir so ein Kelch? Dazu brauchen wir Gold. Oh, die Hexe lebt aber richtig gut. Was ist denn hier? Ausgerichteter Stein. Wie machen wir das? Dazu brauchen wir Hauch der Magie. Hauch der Magie machen wir im Witches Oven. Dazu brauchen wir Ebereschen-Setzling. Also ihr seht, wir brauchen noch jede Menge von diesen komischen Setzlingen. Da würde ich doch behaupten, das Ganze mache ich mal offscreen oder so. So, was ist denn der Kronleuchter? Dazu brauchen wir auch diese ausgerichtete... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Hauch der Magie. Ebereschen-Setzling. Das heißt, wir brauchen jede Menge Ebereschen, Wiener.
Dann können wir uns so ein Kelch herstellen. So, warte mal, dann gab es noch sowas wie so ein Dolch, ein Opferungsdolch oder sowas. Sun Collector, was ist denn das? Irgendwo gibt es noch einen Traumfänger, den kann ich jetzt nicht hier brauchen. Den können wir jetzt hier drinnen irgendwo aufstellen. Aber ich bin jetzt eher scharf auf diesen Silver Sword. Ich glaube, das war das Ding gewesen. Ein Artana. Ich glaube, das war das Ding gewesen. Ich glaube, das war dieser komische Opferungsdolch gewesen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Wir können natürlich das Ganze auch nochmal, wenn wir uns hier die Hexensachen herstellen. Ja, ist natürlich jetzt nicht so, aber das würde uns helfen bei der bei dem ganzen Verhexen und so. Dass wir weniger Magie, ich glaube, so war das gewesen. Auf jeden Fall ist es in Towncraft so, dass wenn du die Magier-Sachen anhast, dann verbrauchst du viel, viel weniger von dem Fokus, von dem Wies. Da brauchst du denn viel weniger. Ich glaube, hier bei dem Links ist das genauso. Denke ich mal. Okay, dann würde ich mal gucken, dass wir hier den Artana herstellen können. So, da brauchen wir ganz einfach nur einen Smaragd. Wir haben ja unsere Smaragdfarm. Glücklicherweise, dann brauchen wir jetzt einfach nur Gold und wir brauchen Sticky. Komm, das machen wir mal und dann gucken wir mal, was wir damit machen können. Vielleicht erhöht das ja auch nochmal irgendwie so das Ganze. Ne? So. Und außerdem wird unsere Kraft hier auch nochmal größer, umso mehr wir hier dran pflanzen. Ja, also umso mehr wir da ranmachen, umso mehr Bäume da erwachsen etc. und. Alles, was jetzt so quasi wichtig wäre. Eigentlich bräuchten wir mehr Mutantes. Wenn wir das auf dem Boden da machen, dann erwächst. Das wird alles schön. Das können wir. Was wollte ich jetzt machen? Erstmal hier rein, genau. Smaragde brauchen wir. So, Gold kriegen wir hierher. Ich glaube, 2 Barren brauchten wir. Dann machen wir hier nochmal kurz ein bisschen Nuggets draus. Pass auf, die zerschreddern wir mal mit der Hand. Wir haben ja so viel Kraft. Und dann holen wir uns mal den ersten Smaragd. Gut, dass wir die Farm haben, ne? Muss ich mal dazu sagen. Echt gut, dass wir diese Farm hier haben. Mega gut. Mega, mega gut. Und ich sehe gerade, da ist... Oh, was ist denn hier drin? Schweineeisen. Wie kommt denn... Resonantes Ender. Wie kommt denn resonantes Ender da rein? Oder unten jetzt? Ne, da unten ist nicht weiter. Alter, wie kommt denn das jetzt alles da rein? Das will ich alles ja nicht haben. Was ist denn das für ein Kacks? Ey, wir brauchen noch irgendwie so einen extra Zugang, dass ich das abfüllen kann, dass ich das da rausholen kann. Irgendwie an so einem Fass oder so. Das ist ja. Boah, das geht mir jetzt mal richtig auf den Keks. Gut. Give me mal einen Smaragd. Oh, ist das herrlich. Freunde, unser erster Smaragd. Haha, mega gut. Jetzt macht sich die Smaragdfarm endlich bezahlt. So, 9 Stück haben wir raus. Einen brauchen wir aber nur. Machen wir die anderen hier wieder rein. So, zack. Den nehmen wir mit, den brauchen wir ja. Gut, und ein Sticky. So, den können wir aber auch hier per Hand machen. Aber wir brauchen hier auch noch ein Dings, wa? Das bringt es ja auch nicht. Pass auf, dann nehmen wir das jetzt wieder raus. Wir brauchen hier auch einen Tisch, sonst können wir das ja nicht zubereiten. Ja, dann würde ich sagen, in Kürze fangen wir dann doch mit Play Energistics an. Aber erstmal will ich mich hier so ein bisschen mit Witchery austoben. Und das heißt, offscreen werde ich mal ein bisschen dafür sorgen, dass wir Eber-Eschen-Setzlinge bekommen etc. und. Das wird... habt ihr ja gesehen, war, wie lange das dauert. Immer wieder aussehen, gießen, aussehen, gießen, aussehen, gießen. Oh. Freunde, ich sag euch. Gut, also... Artana. So, Stock und Dings haben wir schon drin. Ach, wir brauchen nur eins. Ah, alles klar. So, ich glaube mit dem Artana, ich glaube, das ist jetzt das Opferungsmesser. Ich glaube, das ist das, was wir da rauflegen können. Damit sich nochmal irgendwie ein bisschen was tut. Ich weiß das aber nicht mehr. Ich weiß, einen Kelch konnte man drauf machen, den Kopf konnte man drauf machen. Das weiß ich noch. Was man noch alles da drauf machen kann, weiß ich nicht. Wir haben ja im Grunde genommen haben wir 6 Felder frei, die wir da quasi so benutzen können. Aber ich glaube, das Messer gehört mit dazu. So, was haben wir jetzt hier? 2, 2, 8, 9 mal 3 haben wir. Ja.
2289 mal 3. So, jetzt gucken wir mal nach. Packen wir das mal drauf. Ne, hat sich nicht viel verändert. Aber ich glaube, das war das Messer gewesen. Glaube ich zumindest. Weil das Silver Sword kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es das war. Weil das war eigentlich, nee, ich bin mir eigentlich sicher. Ich bin mir eigentlich sicher, dass es dieses andere war. Was ist denn hier mit dieser Hexenhand? Für was können wir denn das benutzen? Tropfende Schuhe. Ach du Scheiße. Ah, da kannst du Gehirn draus. Ach du Scheiße. Was geht mit der Hexe ab? Das ist ja... Ein Pentakel nennt sich das Ganze. Aha. Also, was wird das gemacht? Kobaldite-Baren. Wie wird denn Kobaldite-Baren gemacht? Das steht auch nicht drin. Ja, das gehört wahrscheinlich irgendwie zu der ganz geheimen Hexenkunst etc. So, mysteriöser Zweig. Warte mal, was ist das hier? Können wir auch so einen mysteriösen Zweig da drauf? Ne, das ist auch wieder was ganz geheimes. Wünschelrute Wasser. Wünschelrute Lava. Ach, das ist ja... Wäre herrlich, was das hier alles gibt, wa? Wir sollten uns vielleicht mal in Sicherheit begeben. Das heißt, wir stellen uns mal kurz hier oben auf den Baumruf. Da kann uns wenigstens keiner überraschen. Dann lass mal kurz durchgucken. Ich bin mir eigentlich sicher, dass es dieses Schwert war. Ja, wenn nicht, muss ich einfach nochmal irgendwo nachlesen. Einfach mal gucken. Weil das muss ja auch in einem von den Büchern drinne stehen. Da muss ich noch nicht mal auf YouTube nachgucken. Das muss ja in irgendeinem von den Büchern, muss das ja drinne stehen. Wie wir das dahingehend machen können. Dann würde ich jetzt die restliche Zeit der Folge damit verbringen. Oder wir könnten eigentlich jetzt auch schon feiern machen. Guck mal, wir sind bei 36 Minuten. Weil das Farmen will ich euch jetzt nicht unbedingt antun. So, Endroute. Was können wir denn mit der Endroute machen? Da können wir... Ah, guck mal hier an. Guck mal, da kannst du dir so einen Gürtel draus machen. Ah. Und da kannst du... Mutierender Sprössling kannst du daraus machen. Was machst du mit dem mutierenden Sprössling? Autosmelt. Das Ding hat Autosmelt oder was? XP-Boost. Das heißt, wenn ich jemanden damit verprügel und tot mache, dann kriege ich XP-Boost. 1 bis 3. Wie krass ist das denn? Krieg einen XP-Boost, weil ich den mit dem Zweig verprügelt habe. Oh, manche Sachen sind echt so strange, ey. Okay, Knochennadel. Da können wir mit der Knochen... Oh, guck mal, da kannst du eine Hexenjäger-Pistolenarmbrust. Ist ja auch was Geiles. Eine Knochennadel. Tinklet-Kit. Ein Wegstein. Okay, was kannst du mit dem Wegstein machen? Alle zu Sachen. Statue des Goblins. Kenne ich alles ja nicht mehr. Bin ich ganz ehrlich, kenne ich alles ja nicht mehr. Ja. Gut, nichtsdestotrotz, Freunde, dann gehen wir jetzt zurück. Dann, ja, war es das jetzt mit der Aufnahmesession. Wir haben 3 Folgen heute gemacht. Oh, ein Livestream hätte jetzt auch nicht länger gedauert. Ich habe ja gesagt, so zwischen 3 bis 5 Stunden höchstens. Aber jetzt haben wir 3 Stunden gemacht. Die restliche Zeit werde ich jetzt wieder ein bisschen offscreen, so ein bisschen farmen. Das heißt, wir werden jetzt die Ebereschen-Setzlinge, werde ich da versuchen, nochmal ein bisschen zu vermehren. Das heißt, gießen, 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 ohne Ende, pflanzen, gießen. Und wir brauchen dann natürlich auch noch viel von den Allrounden, ja? Wenn ich das Ganze so gesehen habe. Weil wir müssen ja den ganzen Hauch herstellen. Das heißt, gut, dass wir zu der Zeit auch genug von dem Ton gesammelt haben. Das heißt, wir müssen auch noch ein paar Tongefäße herstellen, weil die kriegen wir ja nicht wieder. Ja, das ist ja das Problem. Ich dachte irgendwie, wenn wir so eine Verzauberung durch haben, dass wir die Tongefäße wiederkriegen. Nein, die werden ja mit irgendwie verbraten. Und deswegen brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Tongefäße mehr. Das heißt, nochmal so 2, 3 Stacks, würde ich sagen. So 2, 3 Stacks Tongefäße sollten da in jenen schon drin sein. Gut, das ist jetzt so der Plan. Ich weiß nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht in der nächsten Aufnahme, ob wir da mit Witchery weitermachen. Ja, ob wir da vielleicht nochmal so ein kleines Stück machen oder ob wir dann, oder ob ich dann so weit, das werde ich auch noch offscreen so ein bisschen machen, so ein bisschen weitersammeln, dass wir den verstärkten Obsidian, der Wizardfest ist, dass ich den ganz einfach mal so irgendwo platziere und setze, dass wir anfangen, da die Wizard-Farm zu bauen. Ich muss mich da nochmal kurz so ein bisschen schlau machen.
was so die optimale Breite wäre, weil ich weiß, wir müssen ja oben die Köpfe drauf machen. Die Köpfe sitzen auf einem drauf, also im Grunde genommen muss das Ganze mindestens 3 breit sein, ja? Also ein Hohlraum von 3 mindestens haben, dass der auch darunter rutschen kann. Ja, die Köpfe oben drauf, ja, das denke ich mal. So, dann brauchen wir natürlich auch noch die richtige Höhe etc., bis der unten angekommen ist und so. Da brauchen wir auf jeden Fall, müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir das ein bisschen optimal machen können. Gut, Freunde, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich sage mal, wie immer, René boxt und René hauen und die nächste Folge schauen, würde mich auf jeden Fall freuen. Bleibt mir treu und vor allem gesund. Haut da rein, euer Rappelzappel. Zersigeln.